Herzlich willkommen zu unserem zweiten Video von der Insel Elba. Egal ob LKW oder Reisebus, grundsätzlich kann man auf Elba so gut wie jede Ortschaft problemlos anfahren. Allerdings gibt es auch Straßen, die zwar für alle Fahrzeuge freigegeben sind, mit deren Spitzkern wir dann aber doch unsere Schwierigkeiten hatten. Es gibt auch traumhafte, uneingeschränkte Freistehplätze, wobei man sich dann schon gelegentlich durch die Zufahrt kämpfen muss. Das wollen wir euch in diesem Video zeigen, aber davor gehen wir erst einmal einkaufen, waschen den Sahara-Staub vom Gustl und besuchen die Sommerresidenz von Elbas prominentesten Bewohner, der es allerdings hier nicht mal ein Jahr aushalten wollte, aber einen sehenswerten Liebesknoten entworfen hat. Ein mittelalterliches Waschhaus ist auch noch dabei, und dass es euch nicht langweilig wird, haben wir alles in Kapitel eingeteilt, so könnt ihr gerne vorscrollen, wenn euch ein Thema nicht interessiert. Jetzt geht es los, viel Spaß beim Video. So schön, diese Fahrt jetzt. So schön, das blaue Meer. Sieht so toll aus. Also jetzt diese Fahrt in der Sonne und so ein blaues Meer. Natürlich, jetzt wo ich euch das zeigen will, ist jetzt nichts vom Meer zu sehen, sondern alles grün von den Bäumen und Büschen. Aber es ist herrlich, so was Herrliches. Aber bevor wir den Ausblick weiter genießen können, müssen wir uns um unsere Versorgung bemühen. In Porto Ferraio ist das kein Problem, da gibt es Supermärkte von Coop oder eben auch von Konrad mit genügend Parkmöglichkeiten auch für größere Wohnmobile. Also warum kommen wir so sicher durch Elba? Weil es auf Elba keine Ganoven gibt? Das ist ja Quatsch, natürlich gibt es da Ganoven. Aber wir sichern uns mit der Lenkradkralle. Wir sind immer noch auf Elba in Italien. Genau. Noch nicht zu Hause. Also wir können jetzt noch nichts sagen. Wir hoffen, dass alles klappt. Bestimmt, Lenkradkralle. Hast du schon was gefunden? Brot? Bier? Ja. Wasser? Und Wein. Chianti Classico. Aber auch noch gesunde Sache. Ja, Chianti Classico. Und gesunde Sache wie Tomate und Paprika und Orange. Und Weißbrot. Ha? Ach so. Die Ossi macht alles in Italienisch hier. Ich habe gar nicht gewusst, dass sie so gut Italienisch spricht. Das klappt. Nur wenige Fahrminuten von Porto Ferraio entfernt gibt es einen Platz, der zum freien Übernachten sehr gut geeignet ist. Wenngleich der Platz an sich nicht gerade ein Juwel ist, so ist die Aussicht trotzdem einfach traumhaft. Natürlich haben wir auch unsere Drohne aufsteigen lassen. Leider sind durch ein Problem mit der Speicherkarte alle Drohnenaufnahmen dieser Reise nicht auslesbar. Aber ein paar Eindrücke von diesem Platz konnten wir dennoch festhalten.
die Stadt. Der Herr Sahara-Staub muss weg und Helle probiert jetzt sein Glück mit Hilfe. Wenn ich mal freiwillig Auto waschen gehe, dann muss ich ja schlimm ausschauen. Und es wird durch diesen Sahara-Staub, den es bei euch auch gegeben hat in Deutschland. Ja, mach mal das Fenster bitte, da ist ja alles. Und jetzt schwätze ich so viel, sondern putz lieber. Waschanlage speziell für Camper. Ich hatte ja jetzt gehofft, dass auch eine Rampe da ist, dass der Helle auch das Dach machen kann, aber natürlich nicht. Aber wenigstens werden die Scheiben sauber. Also eine ganz moderne Waschanlage mit alles farbig gekennzeichnet, damit man weiß, was man für was braucht. Und ich persönlich habe noch eine Nachputzerin dabei. Da haben wir gelb und rot und hier ist die Nachputzerin, die ihr euch natürlich selbst mitbringen müsst. Hat nicht jeder dabei. Aber so wie es ist, das langt uns jetzt. Wir wollen nämlich zum Napoleon. Ja, der Napoleon wartet. So, und die Ossi sorgt für klaren Durchblick. Was die Rückwärtskamera nicht kann, das macht dann die Ossi den Spiegel. Ja, genau. So, jetzt können wir weiterfahren zum Napoleon. Also auf Elba waren nicht nur die Etrusker, sondern da war auch eine ganz berühmte Persönlichkeit. Ja, wenn man Elba hört, dann verbindet man damit natürlich sofort Napoleon. Mhm. Denn Napoleon wurde hier auf die Insel verbannt, nachdem er die Schlacht gegen die Alliierten bei Leipzig, also die Völkerschlacht von Leipzig, verloren hatte. Und verbannt ist vielleicht ein bisschen zu viel gesagt, ja. Denn er ist hier nicht in Ketten vorgeführt worden, sondern er wurde im Prinzip der Regent von der Insel. Hat die ersten Wochen in Porto-Ferraio beim Bürgermeister geschlafen und seine Villa hat er sich in Porto-Ferraio aufgebaut oder gekauft. Da hat er auch gewohnt und bei einem Ausritt hat er dann wohl dieses kleine Schmuckstück, das wir jetzt gleich besuchen, gefunden und hat es erworben als Sommersitz. Allerdings nur wenige Tage hier gelebt und vermutlich gar nicht geschlafen. Also er hat ja sowieso nur
knappe 10 Monate hier auf der Insel verbracht. Aber jetzt wollen wir uns einfach mal anschauen, wie er sich so sein Sommerhaus vorgestellt hat. Genau. Und wenn es euch interessiert, dann erzählen wir euch dann auch noch danach, wie es mit Napoleon weitergegangen ist und was er auf Elba alles bewirkt hat. Aber jetzt schauen wir erst einmal seine Sommerresidenz an. Hier in dem Raum sagt man den Napoleon-Gefühle nach. Das ist der sogenannte Liebesknoten. Man sieht, wie zwei Tauben an einem Knoten ziehen und wegfliegen und dadurch der Knoten noch enger wird. Und es soll angeblich die Beziehung zu seiner Frau symbolisieren, mit der er die Bindung noch enger haben möchte. Aber die Gefühle muss man wissen, ob man ihm die zutraut oder nicht. Das kann man wahrscheinlich im Nachhinein sehr schlecht beurteilen. Genau. Man sagt auf jeden Fall, dass so wurde es gedeutet. Also wenn der Napoleon hier gewesen ist, dann hat er wohl in diesem Bett geruht. Und wenn das Bett so klein ist, es heißt, es war ein sehr kleiner Mann, aber er hätte dann natürlich, er war schon größer als da zu liegen, aber in der damaligen Zeit gab es nur die Sitzstellung zum Schlafen. Die haben sich nicht richtig hingelegt, die Leute, weil sie gedacht haben, wenn sie richtig liegen, dann sterben sie. Das sieht man an vielen anderen Betten aus der Zeit damals. So, hier haben wir den ägyptischen Raum und der soll angeblich an seine Feldzüge, die er in Ägypten durchgeführt hat, erinnern. Und, Ossi, steht noch was da? Viel steht da, aber das ist das Wesentliche. Kurz und schmerzlos, so lieben wir Museen, Ossi, oder? Ja, es ist ja auch ein kleines Haus, aber okay. Ja. Man sieht, man bekommt einfach einen Einblick, wie zu damaliger Zeit die Herrschaft gewohnt hat. Genau, einmal angeschaut, kann man schon machen. Auf jeden Fall. So, jetzt haben wir richtig Glück gehabt, jetzt kommt nämlich der Reisebus. Mit einer ganzen Schulklasse, wie es sich anhört. Ja, und wir können uns schon wieder verabschieden, hier aus dem Napoleon-Museum. Mhm. War sehr interessant. Die Geschichte noch, was der Napoleon hier bewirkt hat auf der Insel. Also er hatte hier auch ein Nest, also ein Dorf, was sich ihm widersetzt hat. Aber viele haben ihn auch unterstützt. Er hat hier den Weinbau eingeführt, hat auch die Bergwerksindustrie gefördert, weil er das Geld gebraucht hat, hat Straßen angelegt. Also er hat vieles auch auf der Insel bewirkt in den ca. 10 Monaten, in denen er hier gewesen ist. Und was für Charisma er gehabt hat, das sieht man dann daran, dass er es geschafft hat, wieder eine Armee zusammenzustellen. Er ist dann geflüchtet von Elba, hat eine neue Armee eben zusammengestellt gehabt schon, das hat er hier auf Elba organisiert. Und dann gab es die Schlacht von Waterloo, wo wir auch schon gewesen sind, genau. In Belgien. Ja. Und da war dann endgültig sein Haus besiegelt, denn da ist er vernichtend geschlagen worden. Und er wurde dann nach St. Helena verbannt, aber dann als Gefangener. Und da ist er dann auch schlussendlich gestorben. Und wenn ihr ihn heute besuchen wollt, heute liegt er in Paris in einer Kirche. Ich glaube im Invalidendom. Das kann gut sein, das weiß ich jetzt nicht genau. Aber da könnt ihr noch besuchen. Wir besuchen solche Leute nicht.
Muss ja nicht sein. Also wir waren jetzt hier auch in der Galerie. Ich habe eigentlich mir vorgestellt, dass es hier viel mehr Exponate von ihm hat, aber es sind eigentlich nur Napoleon-Zeichnungen. Mhm. Okay. War auch mal interessant zu sehen. Ja, gehört dazu, wenn man sich das Haus anschaut, seine Villa anschaut, gehört das einfach dazu. Und war auch Frau Swich. Wir fahren jetzt weiter, ein Stück weit Richtung Elba. Wieder wunderschön. Richtung Elba? Wir sind auf Elba. Ja, wir fahren weiter Richtung Elba. Das unerforschte Land für uns. Im Übrigen muss man eins dazu sagen, wenn man Elba um die Jahreszeit bereist, wie wir das jetzt getan haben oder noch tun, ja, dann hat es viele Vorteile. Erstens, das Wetter ist extrem angenehm. Wir sind viel zu warm angezogen eigentlich, ja, für Anfang April. Und der Parkplatz oder viele Parkplätze sind auch umsonst. Ja, jetzt ist noch keine Hauptsaison und das merkt man. Und man kommt jetzt auch überall gut hin als Besucher, wenn man sich da irgendwas Spezielles anschauen möchte. Ja, genau. Also viel angenehmer, als wenn der Touristenrummel richtig losgegangen ist. Ja, genau. Wir müssen hier ein bisschen aufpassen, weil der Weg ist etwas sehr, sehr uneben. Eben, und die Ursi ist im Urlaub schon zweimal gestürzt. Einmal in Pisa und einmal auf dem Campingplatz auf Elba. La Crona. Ja. Und jetzt machen wir Schluss, weil, damit wir uns nicht noch verunfallen. Nach dem Verlassen der Sommerresidenz Napoleons fuhren wir weiter an Porto Ferraio vorbei Richtung Westen. Unser Ziel lag ein paar Kilometer weiter. Da sollten wir auch einen besonderen Übernachtungsplatz finden. Es war wirklich ein traumhafter Platz. Schade, dass die Speicherkarte unserer Drohne das Filmmaterial nicht freigibt, aber einen Eindruck habt ihr ja bekommen. Am nächsten Tag fuhren wir auf jeden Fall weiter. Ziel Rio nell'Elba mit seinem historischen Waschhaus. Zunächst mussten wir das örtliche Nadelöhr überwinden, was erfolgreich gelang. Auf der weiteren Strecke erlebten wir dann doch noch einige Überraschungen. Natürlich befuhren wir nur Straßen, die auch für unseren Gustl zugelassen waren. Hier an dieser Stelle kehrten wir zum Beispiel um.
Also, wenn ihr zu dem Waschhaus in Rio Nell-Elba fahren wollt, dann würden wir euch empfehlen, nehmt die andere Strecke. Die Nebenstrecke war ein bisschen eng. Ich sag's euch, der Helle hat wirklich ein Händchen, die interessantesten Straßen rauszusuchen. Also zweimal war es kritisch. Zweimal musste ich richtig in der Spitzkehre hin und her wenden, ja, bis ich da rumgekommen bin. Aber mit 180 PS geht es gut. Zum Glück ist hier sehr wenig Verkehr und da ging das auch. Aber ich habe mich da auch schon wieder mal irgendwo hängen sehen. Obwohl es gab auf der Strecke keinerlei Einschränkungen wegen Länge oder Höhe oder Breite. Genau, wir halten uns immer an die Vorschriften in der Regel. Nee, aber da war jetzt wirklich nichts und von daher ging es eigentlich ganz gut. Genau, und jetzt schauen wir uns das Waschhaus einmal an, wenn wir schon hierher gefahren sind. Ja, das Städtle sieht hier überhaupt so super toll super, aus. Super, schaut es aus, ja. Aber ich weiß gar nicht, ob wir uns das jetzt noch näher anschauen oder ob wir weiterfahren. Die Stadt, das Waschhaus schauen wir uns auf jeden Fall an. Ja. So, jetzt sind wir hier im historischen Waschhaus von Rio Nell-Elba. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und dann machen wir einen kleinen Rundgang mit euch. Herrlich ist das sowas. Ja, schon ziemlich alt. Ich weiß jetzt aber nicht einmal genau von wann. Ja, ich denke, heute haben die Strom und Waschmaschinen. Ja, ich glaube nicht, dass das heute noch in Benutzung ist. Aber ich schaue noch, dass ich rausbekomme, von wann das Waschhaus überhaupt ist. Genau, in der Zwischenzeit gehen wir mal eine kleine Runde durch. Herrlich, was hier, oder? Es ist interessant, aber ich bin froh, dass ich unsere Wäsche nicht mehr so waschen muss. Und jeder, der unterhalb der Ortschaft sein Wohnmobil mit Quellwasser versorgt, der wird sich wundern, warum da so viel Schaum drinnen ist. Das ist nicht immer die beste Idee. Lieber oberhalb der Ortschaft. Einen Ausflug wert, dieses Waschhaus gesehen zu haben, gell, Ossi? Ja klar, wenn man schon auf Elba ist, kann man sich das gut anschauen. Thank you.
So windig ist am nördlichsten Ort von Elba. Ja, wir sind jetzt hier in Cavo und hier hat es einen Haufen Strände. Ist eigentlich ein Badeort und es war mal ein ganz mondäner Badeort sogar. Und was gibt es hier sonst noch Besonderes? Strände. Ja, und der Garibaldi, der war auch mal hier. Das war der Freiheitskämpfer aus Italien. Genau. Und da hinten ist Porto Ferraio. Da machen wir noch mit der anderen Kamera schnell einen kleinen Zoom-Ausblick drauf. Ja, damit man dann mit dieser Kamera wird. Nicht Porto Ferraio, Piombino ist da hinten. Ah ja, klar. Mann, immer diese Versprecher. Aber deswegen drehen wir das jetzt wieder neu. Nein, das müsst ihr einfach aushalten, wenn ihr uns anschaut. Ja, das wird man wahrscheinlich nicht erkennen. Ja. Piombino. Und da fahren wir demnächst hin, aber erst demnächst. Erst demnächst. Wir bleiben nämlich noch ein paar Tage auf Elba. Genau, ist schön hier. Wird wirklich schön. Ja, ja. Jetzt kommen wir schon zur letzten Ortschaft, die wir euch in diesem Video zeigen. Rio Marina liegt sehr schön am Meer und weist sogar einen Parkplatz für Wohnmobile aus. Leider ist der Parkplatz aber offiziell nur tagsüber freigegeben, übernachten offensichtlich streng verboten. Somit treibt uns nur der Hunger in die Ortschaft. Zum Übernachten suchen wir uns dann einen Campingplatz, an dem wir ein paar Tage ausspannen können. So, jetzt sind wir in Rio Marina und es ist eine richtige Touristenstadt. Aber wir haben jetzt lang gebraucht, bis wir lokal gefunden haben, was offen hat. Ja, wegen der Uhrzeit natürlich. Viele haben zu um diese Uhrzeit. Ja, aber manche sind auch noch einmal renoviert, aber jetzt haben wir was gefunden, wo wir wenigstens was kriegen. Und Leute, ohne Smartphone geht heutzutage gar nichts mehr. Jetzt gibt es auch nicht mal mehr normale Speisekarte. Die sind eh so abgegriffen, immer die Speisekarten. Wir stehen jetzt auf einem Stellplatz, wo wir noch nicht wissen, ob wir stehen bleiben können. Das müssen wir aber erst danach recherchieren. Jetzt habe ich erstmal Hunger. Die Ursi, glaube ich, auch. Ja, und so viel ich gelesen habe oder recherchiert, kann man da nicht übernachten, also werden wir weiterfahren. Pizza auf Elba. Sieht nicht schlecht aus, ja? Gerade noch voll, jetzt ist alles leer. Du hast jetzt gerade die Hexe gefilmt, soll das etwas bedeuten? Ich sage jetzt gar nichts dazu. Man muss ja nicht mal für alles Auskunft geben. Na. Da fliegt sie. So, und hier haben wir gespeist an diesem idyllischen Ort. Und jetzt geht's. Und war lecker. Jetzt geht's noch zum Bergbaumuseum. Will die Ursi noch ein Eis? Nein.
Ach Mensch, das haben wir ja schon gesagt, dass der Napoleon hier den Weinbau eingeführt hat. Der ist nach wie vor aktuell, wir haben aber noch keinen getrunken. Und er hat auch den Bergbau eingeführt und da gibt es hier ein Museum. Mhm, genau. Mineralien, aber der ist weitgehend zum Erliegen gekommen. Wer? Der Bergbau. Ach so. Also am Meer zu stehen und da rauszuschauen, das hat schon was sehr Faszinierendes. Ja. So, und wenn man dann den Bergbau aufgibt, dann lässt man das so zurück. Das Ganze ist jetzt hier Strandweg, da kann man nur mehr sehen. Aber uns langt das, und auch um euch das zu zeigen, langt uns das auch. Das waren weitere Eindrücke von uns auf Elba. Wir verbringen auf dieser wunderschönen Insel noch ein paar Tage und steuern als nächstes Porto Azzurro und auch Porto Ferraio an und würden uns freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, tschüss!